Willkommen aus München, wo wir diesmal das Surface Pro uns anschauen werden, und zwar das Zweier. Heißt, Microsoft hat dieses Jahr natürlich eine Neuerung rausgebracht. Es ist ein bisschen dünner geworden, längere Laufzeit dank Intel Hester Prozessor und weiterhin mit Stylus und einem Full HD Display. Hier der kurze Lieferschein, und dazu haben wir auch noch das Touch Cover 2 hier bekommen. Also nicht nur das Tablet alleine ist das, was wir uns hier jetzt anschauen werden. So, hier also die Verpackung, das gibt es separat zu kaufen oder im Bundle, kostet allerdings, glaube ich, um die 129 Euro das neue Touch Cover 2, denn es hat eine Hintergrundbeleuchtung, die es dann noch bekommen ist, dünner geworden, glaube ich, soweit ich mich auch noch erinnern kann, und etwas noch besser zum Schreiben, denn es sind nicht nur auf jeder Taste ein Druckpunkt, sondern um die, weiß nicht, ein paar hundert Druckpunkte auf dem ganzen Gerät verteilt. Heißt, ihr könnt auch auf der Oberfläche einfach wischen oder ähnliches, aber das werden wir alles später ausprobieren. Vorerst, wie ihr sehen könnt, hier das Surface Pro 2. Die 2 ganz groß hier natürlich, und ansonsten nur Surface Pro steht drauf. 64 GB Variante gibt es auch mit 128 GB Bluetooth 4, 4 GB RAM, ein Monat kostenlos Office 365, ein Power Supply, USB-Kabel und mehr sollte nicht drin sein. Eine Lautbeschreibung ist in vielen Sprachen hier benutzbar, wie hier unten angekreuzt ist. Laden ist für Europa erhältlich, ist in, ich glaube, mehr als 30 Sprachen. Und wenn ich das Ganze hier aus der schwarzen Verpackung rausnehme, haben wir auch hier das weiße Surface nochmal hier beschrieben. Komplett schicke Verpackung, die ich einfach so hier per Gummi oder per Mechanismus hier sozusagen aufklappen kann, und dann befindet sich auch hier schon das schicke Netzteil, das natürlich etwas größer ist wie bei dem RT, denn es braucht etwas mehr Strom, vor allem wenn wir mit dem Intel Core, ich glaube i5 Prozessor müsste es hier drin sein, entsprechend gut arbeiten wollen. Weiterhin dieser schöne Mechanismus mit Magnet und einem USB-Anschluss auch dran, werde ich gleich zeigen, wenn ich hier das Ganze entsprechend so zusammenschließe. Dann natürlich noch ein kurzes Stromkabel dazu. Und jetzt kriege ich das Tablet, glaube ich, nur sehr schwer raus. Bin aber nicht der Erste, der das testen darf. Heißt, ich lege das jetzt mal hier kurz auf die Seite. Hier ist, glaube ich, schon der Stylus rausgefallen. Der war hier so schön drin. Hat weiterhin diesen schönen Mechanismus, dass man den auch dann, wenn man gerade nicht am Strom dran ist, das Gerät auch einfach so an der Seite anbringen kann. Und natürlich habe ich auch noch eine kurze Anleitung, beziehungsweise ein paar Papiere, die ich jetzt einfach mal lesen kann. Und ich sehe auch schon, ein USB-Kabel fehlt hier in dem Fall, mit dem ich das Ganze an den Computer anschließen könnte. Ich weiß nicht, ob das Absicht ist oder ob es nur der letzte Kollege vergessen hat, aber schade vorerst deswegen. Congratulations, ich habe hier ein neues Gerät bekommen und einen Skype-Code sogar, mit dem ich 12 Monate kostenlos, ich glaube, Skype Pro benutzen kann oder sowas. Angebot ist 2 Jahre gültig nach dem Kauf. Ich kriege 200 GB SkyDrive geschenkt, auch sehr schön, ähnlich wie bei Google, also ein bei Google Drive oder bei Dropbox ist das bekannteste, glaube ich. Habt ihr online einfach sehr viel Speicherplatz dadurch, und dann natürlich noch ein paar Beschreibungen entsprechend hier mit dazu. So, nochmal zum Netzteil. Also das Gerät kann ich einfach aufladen, indem ich hier dieses schöne magnetische Ende nehme, hier seitlich dran mache und schon wird es geladen. Heißt, es ist auch ein schöner Stolperschutz. Wenn irgendwo jemand an dem Kabel zieht, geht das hier sofort ab, aber es geht hier nicht automatisch ran. Ich muss es wirklich sehr nah und doch perfekt so hinhalten, damit es entsprechend hier trifft. Und ich kann per USB-Anschluss hier auch noch einfach direkt extern mein Smartphone oder so aufladen von dem Netzteil direkt aus. Sehr praktisch, wobei natürlich keine Daten übertragen werden können durch das Stromkabel. Also es ist nicht ein zusätzlicher USB-Adapter dafür, dass wir auch ein Gerät einen mehr haben, denn wir haben einen vollen USB-Anschluss tatsächlich wieder mal mit dabei hier. Heißt, es ist auf jeden Fall so dick wie ein USB-Anschluss. Wir haben einen Lautstärkeregler mit dabei, Kopfhöreranschluss. An der Oberseite haben wir hier das Mikrofon und den An- und Ausschalter. Und auf der anderen Seite entsprechend der Stromanschluss, den ich gerade gezeigt habe, der DisplayPort und ein Micro-SD-Karten-Slot, hoffe ich jetzt einmal. Ich habe hier eine Micro-SD-Karte auch liegen. Heißt, 64 GB klingt nach sehr wenig Speicher, vor allem nachdem Windows hier installiert ist. Aber ihr könnt einfach eine Micro-SD nehmen, zum Beispiel 64 GB habe ich jetzt hier von Samsung, sie hier reinstecken, und ich schaue gleich mal, wie weit sie raussteht. Sie steht nicht mal einen Millimeter hier raus, auch wenn das Ganze so ein bisschen abgeschrägt ist, doch perfekt kann man das hier versenken. 128 GB sind auch noch möglich, aber die SD-Karten gibt es noch nicht oder sind extrem teuer. 64 GB kostet um die 30 bis 40 Euro. Die Investition lohnt sich, dann habt ihr nämlich 128 GB Speicher sozusagen, von denen ihr mindestens 80, 90 auch verwenden könnt. Windows abgezogen. So, auf der Rückseite steht hier tatsächlich nur Surface drauf.
Aber natürlich der Standfuß hier wieder sehr praktisch. Könnt ihr einmal so aufklappen und auch noch weiter aufklappen diesmal. Das ist eine neue Funktion, die hatten wir vorher nicht. Vorher gab es immer nur eins. Einen Modus sozusagen, und an der Unterseite habe ich auch noch gar nicht gezeigt, natürlich hier der Dock-Anschluss, wo wir dann die Tastatur anbringen können, die dann auch entsprechend seinen Strom von da bekommt. Schön vergoldet alles, und hinter dem Standfuß steht hier nochmal schön Surface 64 GB mit Windows 8 Pro. Kann jetzt wieder wunderbar zuklappen, und ich könnte das Gerät jetzt auch anmachen, mache ich jetzt auch, und werde entsprechend die Tastatur auch noch schnell hier auspacken, damit ich das auch gleich mit demonstrieren kann, beziehungsweise den Stift habe ich noch gar nicht gezeigt, den können wir einfach hier, wie gesagt, seitlich anbringen, dann geht der nicht verloren. Hat hier am Ende übrigens auch so einen kleinen Druckpunkt und vorne entsprechend eine blaue Mine, die ich glaube ich auch austauschen könnte, wenn ich jetzt hier nicht nur ein Testgerät hätte. Das Gerät ist übrigens auch schon an, denn wir haben hier ein Testprodukt gehabt, wie gesagt, oder von der Microsoft Pressestelle bekommen, heißt, ich schaue gleich mal, wie viel Akkulaufzeit wir noch haben, fast voll, sehr schön, also ich könnte hier auch gleich loslegen mit dem Benutzen, egal ob mit Stift oder ohne Stift. Ihr seht, ich kann auch hier gleich die App-Reihenfolge hier zum Beispiel verändern. Funktioniert wunderbar, und obwohl es relativ hell hier draußen ist, sieht man das Display. Obwohl ich auch gleich mal direkt sagen müsste, ist es auch sogar relativ dunkel gerade eingestellt. Also ein sehr schönes Display aus der Hinsicht. Schauen wir uns mal kurz die Tastatur hier an. Auch hier ähnlicher Mechanismus, einfach das Ganze rausziehen. Gibt es natürlich noch in verschiedenen Farben, nicht nur schwarz, beziehungsweise wird es geben. Man sieht auch, dass es schon ein bisschen benutzt wurde, hat ein bisschen Staub abbekommen. Und ja, es schaut aus wie eine ganz normale Surface-Tastatur, wie bisher auch. Aber wie gesagt, die leuchten die Tasten, wenn ich es anbringe. Mal schauen, wie sehr man das hier sieht. Ihr merkt mal wieder, es ist super stabil, fällt nicht ab. Ich kann machen, was ich will. Natürlich, wenn ich fest dran ziehe, dann geht es auf jeden Fall ab. Aber ansonsten, ihr merkt es ein bisschen stärker, wie der Magnet hier an der Seite, den ihr vorhin gesehen habt. Wenn ich das Ganze zuklappe, ist das diesmal, ich weiß gar nicht, ob es magnetisch gelöst ist oder nicht, ist ein bisschen schwer zu zeigen, aber doch ist es magnetisch gelöst, also sie bleibt auch geschlossen. Übrigens, Kamera habe ich ganz vergessen, ist hinten und vorne auch mit dabei, hier bei dem Surface Tablet, hier seht ihr es auch. Werden wir auch gleich nochmal die Qualität anschauen, und normalerweise geht das Display auch wieder an, wenn ich es aufklappe, aber wohl diesmal nicht, und ich kann es jetzt wunderbar auch schon hier, ich probiere es mal so zu halten, dass ihr keine Spiegelung seht. Per Tastatur müsste ich das anlocken können. Also hier kann ich auf jeden Fall die Maus benutzen. Da ist sie auch schon. Und dann kann ich das Ganze anlocken. Aber es ist natürlich einfach, wenn ich einfach den Swipe nach oben mache. Wir können das Ganze auch wunderbar einfach so nach hinten klappen. Hier den Standfuß auf. Das machen auch viele, glaube ich. Und dann das Ganze so als Notebook sozusagen auf den Tisch stellen. Finde ich eine sehr schöne Lösung. Oder gleich so direkt. Macht auch wirklich ein sehr schönes Klackgeräusch. Und die Tastatur ist natürlich ab 180 Grad, also hier funktioniert sie auch noch nicht. Wenn ich sie allerdings dann hier anhab, also ein bisschen weiter nach vorne kippe, dann funktioniert sie gleich, und ihr seht auch hier schon rechts, die Suche erscheint. Und dieses Tippgeräusch finde ich wirklich sehr schön, ganz lustig eigentlich, ähnlich wie wir es auch von dem Dell Venue 11 Pro vielleicht schon mal gesehen oder gehört haben. Und was ich jetzt auf hier auf jeden Fall machen kann, ich kann jetzt leider nicht sehen, ob die Tastatur wirklich hintergrundbeleuchtet ist oder nicht. Hab hier dafür zwar einen Knopf. Und die Tasten leuchten wohl auch, aber man sieht es doch tatsächlich sehr schwer. Aber auf jeden Fall, ihr seht hier, die F-Tasten sind ein bisschen entsprechend angepasst worden. Und ja, weitere Funktionen von dem Surface Pro 2 werde ich euch dann natürlich entsprechend demnächst zeigen. Das war jetzt nur ein kleiner Ausblick nach dem Unboxing. Fühlt sich sehr gut an, ein relativ schweres Gerät. Und was ich noch kurz demonstrieren kann, ist vielleicht im Vergleich zu einem Yoga 11, was eigentlich ähnlich Funktionen hat, die Größe. Auf jeden Fall 10 Zoll gegen 11 Zoll. Gewinnt das Surface Pro definitiv. Haben wir auch keinen Stylus dabei beim Yoga, obwohl es einen ähnlichen Preis hat. Und falls ihr nur ein iPad von der Größe her kennt, hier ist das iPad 3, also noch der dicke Bildschirmrahmen. Entsprechend könnt ihr hier die Größe sehen. Es ist natürlich dünner, hat aber auch weniger Funktionen. Und wenn wir hier die Größe anschauen, nochmal so, seht ihr auch, es ist allerdings etwas kürzer, von daher doch ein bisschen anders das Surface Pro 2. Bis zum nächsten Mal. Ich habe zum Vergleich das RT auch noch hier. Dazu entsprechend dann ein separates Video. Bis bald.